Recht herzlich willkommen zur 152. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier wieder drinne und zwar hatten wir zuletzt, was haben wir zuletzt gemacht? Jetzt habe ich gerade was Falsches gemacht. Jetzt müssen wir hier mal gerade gucken, dass wir das hinkriegen. Einfach hier so ein bisschen hoch und runter und warte mal. Wir waren hier am Hafen, genau so war es. Und haben da geguckt, dass da tausende von Leuten stehen, die noch abtransportiert werden müssen. 5.132 Passagiere wollen nach Altenau. Und der Flieger, der holt jetzt nicht die da ab, oder? Gucken wir mal gerade. Ne, die steigen da definitiv nicht mit ein. Die sind halt die, die nach Hardexen wollen, ne? Und der ist ja jetzt auch nicht voll, deswegen fliegt er auch nicht los, weil wir da eine Zeit reingesetzt haben. Passt. So, die 5.000 Leute mit dem Schiff, die müssen wir jetzt noch befördern. Jetzt ist nur die Frage, wo sind Schiffe, ne? Ich sehe hier gerade keine oder weniger. Da oben fährt einer, oder? Der kommt gerade. Ein Segelboot ist es. Okay, da gehen nicht ganz so viele drauf. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass das ein Schiff ist. Ja. Da fährt gerade eins weg. Und ist die nächste Frage, wo die anderen sind. Wenn denn da überhaupt welche sind, ne? Das ist die nächste Frage. Ich sehe nur ein Schiff oder wie sehe ich das? Hier ist keins. Wie fährt auf der Strecke nur ein Schiff, oder? Da ist eins. Da ist noch eins und zwei. Ja, tatsächlich nur zwei Schiffe, oder wie sehe ich das? Achso, nee, die fahren ja hier lang, diese Strecke, aber trotz alledem sind es dann nur zwei Schiffe, oder wie? Das ist natürlich ganz mau da, ne? Achso, da ist jetzt der Hafen, das ist schlecht auszuwählen, da müssen wir was anderes haben. Ja, das ist tatsächlich hier ein Schiff. Und dieses Schiff fährt auf dieser Linie und es sind tatsächlich nur zwei Schiffe drauf. Die sind dann wahrscheinlich auch beide voll. Ne, auf der Rückfahrt nicht wahrscheinlich. Oder Hinfahrt. Wo ist das jetzt? Ne, das ist auf die Hinfahrt und das sind 266 Passagiere. Du glaubst es doch jetzt nicht, oder? Und da unten stehen 8000. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. So. Das bedeutet, wir machen dieses Schiff zu und sehen zu, dass wir noch ein paar draufsetzen. Stellt sich natürlich die Frage, was ist mit der anderen Linie? Aber die haben wir ja auch, Döbel und Floto. Ja, da sind ja jetzt schon mal weniger drauf, ne? Das müsste man nur wissen. 191. So, das sehen wir hier. In Döbel, Waldweg, Hafen sind 8000 Leute. Aber das sind die Leute, die nicht nach... Sag schon, ja komm, dann gehen wir da mal nochmal hin. Altenau über Radolfzell über Floto sind's 147. Also ein Schiff wird da noch verlangt, aber das war's dann auch. Und das fährt jetzt wohin? Das fährt jetzt da runter. Ja, das würde ich sagen, nicht laden. Halt mal hier unten. Das nächste fährt jetzt, glaube ich, nach Floto, ne? Ne, nach Döbeln. Doch, nach Floto. Dann machen wir das mal gerade nicht. Das fährt ja nach Döbeln, ne? Genau. Das fährt auch nach Döbeln. Ist aber voll. Und das hier fährt nach Floto. Stellt sich jetzt die Frage, wie wir das handhaben, ne?
Das fährt voll nach Döbeln, das fährt nach Floto, aber auch nicht voll. Ach so, wir haben jetzt nur die eine Seite geguckt. Wir sollten mal vielleicht die andere Seite gucken, was in Floto so steht. 70 Passagiere über Döbeln. Ja, das ist doch dann definitiv klar, dass die Schiffe hier nachher alle über sind. Das bedeutet, dieses hier machen wir auch nicht laden. Und dieses hier, zwei lassen wir drauf, denke ich. So, und dann ist jetzt die Frage, wann kommen die an, ne? Den können wir schließen und den können wir schließen. Die beiden behalten wir hier. Und die brauchen wahrscheinlich ewig, bis die ankommen, ne? Riedenburg-Floto haben wir auch noch ein paar. Ja, wir 50 Passagiere. Das fährt ganz schön viele Miesen ein, ne? Riedenburg ist die Fahrtrichtung. Und das hier fährt Richtung Floto. Das hat mehr geladen. Und das hier fährt auch Richtung Riedenburg ziemlich voll. Das bedeutet, dieses machen wir auch nicht laden. Und das ist dann das nächste, was dran ist. Gut. Das sind 1500 Fahrgäste, die dann da weggefahren werden. Jetzt ist die Frage, es werden rundweg viermal fahren oder dreimal fahren, dann werden die weg. Jetzt ist die Frage, ob diese Zahl noch wächst oder nicht. Mir kommt es vor, nicht. Deswegen wäre es nicht sinnig, jetzt ein neues Schiff zu holen, sondern nur die drei da vielleicht draufzusetzen. Das werden wir wohl so am besten handhaben. Ja. Nur. Das ist ja gleich schon mal da, ne? Das können wir dann schnell auf die andere Route machen. Und das? Ach so, das ist hier der Balken. Okay, die beiden brauchen noch länger. Das ist relativ zügig am Ziel. Lass mal gerade schneller laufen. So, das hat jetzt nicht geladen. Und dann kommt es nämlich auf die andere Route. Döbeln, Altenau. Und das kann dann wieder an. Floto. Warte mal. Jetzt haben wir hier was falsch gemacht. Das ist das. Döbeln Altenau? Nee. Da muss ich hin, alles klar. Döbeln Altenau. Und dann passt's auch, ne? So, und der fährt als erstes nach Döbeln, das ist auch richtig. Gut, dann können wir das mal gerade schließen. Und die beiden sind noch unterwegs. Der kommt als nächstes an. Ja, komm, zack. Dauert natürlich ewig, bis die ankommen, ne? Aber spielen wir mal gerade mit. So, dann ist er geladen, beziehungsweise entladen. Dann kommt er auf einen neuen Fahrplan. Döbeln Altenau. Und schließen und fährt auch als Döbeln an. Achso, jetzt macht er erst die kurze Strecke, oder wie sehe ich das? Naja, jetzt ist er voll. Passt. Gut, und der? Oh, das ist alter Elbhafen. Stopp mal. Döbeln-Waldweg ist das richtige Ziel. Gut, den haben wir. Und der ist gleich auch noch da, ne? Oh, stopp. Der ist ja schon auf dem falschen Weg. Döbeln-Altenau. Weil der hat ja keine Passagiere mehr. Der ist schon wieder los gewesen. Warte, da müssen wir nochmal rein zum Waldweg schicken. Jetzt ist richtig. Ja, der hat es natürlich noch eine ganze Ecke weit, aber ist halt so. So, er hat 461 Passagiere. Das können wir zumachen, denke ich. Und hier sind jetzt nur 1479.
Ja, wird, ne? Viertausendfünfhundertvierzig, 4561. Okay, die Zahlen steigen da noch, so ist nicht. Weil wahrscheinlich jetzt auch ein paar Schiffe mehr drauf sind, wir möchten auch mehr fahren, ne? Könnte sein, oder? Gut, das verfolgen wir jetzt nicht mehr, der ist voll. Ja, dann haben wir das schon mal so weit geklärt, würde ich sagen. Die Zahlen werden dann weniger. Wir gehen mal wieder auf langsame Stufe und gucken uns noch ein paar andere Daten an, die wir haben. Das waren ja hier die Bahnhöfe, auf wartend, auf absteigend. Da arbeiten wir gerade dran. Was haben wir denn hier noch für ein Problem? Da warten 3000 Passagiere über Radolfzell als deutscher Bahnhof. Ostdeutsches Rathaus. Das bedeutet, hier kommt gerade keiner weg, oder was? Ach, das erledigt ein Bus, oder wie sehe ich das? Oder soll ein Bus erledigen da? Das ist jetzt vielleicht nicht die brillanteste Idee, oder? Oder doch? Jetzt lass mal gerade gucken, der fährt doch da eigentlich durch, oder nicht? Da kommen die ganzen Busse. Doch, den habe ich schon. 92 Passagiere sind das. Ja, die holen die alle hier mit Bussen ab. Die sind auch voll. Und die kommen sogar hier leer an und dann gehen sie voll zurück, richtig? Dadurch machen sie sogar das Geld. Das ist jetzt zu überlegen, was wir daraus machen, ne? Ja, er hat jetzt auch die Passagiere drin. Wie, wir sind auf der Linie? Sind die drei Busse? Ja. Jetzt müssen wir gucken, wo das Schweinetaxi ist, ne? Da kommt gerade eins. Können wir hier mal gerade gucken, ne? Ne, der fährt auch hier hin. Aber wenn das dann so ist, dann ist das so. Dann fahren da halt nicht alle hin, ne? Keine Ahnung, warum das so ist. 216 Passagiere sind da jetzt. Und da steigen jetzt gleich welche aus. Weil die Busanbindung direkt besser ist oder so? Kann das sein? Oder steigen doch keine aus? Müssen wir gucken. Doch, alle ausgestiegen. Und der fährt leer weiter. Puh, gute Frage, warum das so ist, ne? Verfolgen aus. Okay, dann haben wir hier eine getrennte Buslinie. Ne, ne, oder doch? Döbeln, Radolfzell, Adenau. Das ist ein Überlandbus, der da lang fährt. Ja, das ist ja der Hammer jetzt dann, oder was? Hier fährt bestimmt noch ein Stadtbus auch lang. Dieser da zum Beispiel. Den ich jetzt auch nicht erwischt habe. Ah, Radolfzell West. Wahrscheinlich ist es so, dass dieser Bahnhof hier sozusagen bedient wird von der Buslinie nach dahin, aber nicht hier. Und deswegen fahren die Busse dann mit den Gästen lang. So wird's sein. Voll kommt er zurück. Jetzt ist nur die Frage, stehen da auch welche, die weiter wollen? Ach, das war ja hier, ne?
Aber nach Döbeln, doch, da gibt's über Döbeln 33 Passagiere. Man muss mal gucken, ob jetzt hier sich was ändert, wenn er da gleich ankommt. Über Döbeln, Rad auf der Südhütte, alter Getreidehof, steigen 24 aus, okay. Das bedeutet ja, dass diese 24 jetzt gleich für Döbeln aufgefüllt werden. Würde ich mal sagen, ne? Ja, so ist es, okay. Nee, ne? Das ist doch jetzt bestimmt aber nicht so, dass hier diese Passagiere von da mit dem Zug hier hinfahren und dann da weiterfahren, ne? Das wäre ja auch noch Hammer, oder? Puh, ja, da weiß ich auch nicht. Da müssen wir uns das, glaube ich, mal in der nächsten Folge nochmal genau angucken. Für diese soll es auch schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, falls ihr noch nicht habt, und einen Daumen hoch gebt, falls euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.